Liebe Kommilitoninnen und liebe Kommilitonen, liebe Universitätsgemeinde, ich möchte Sie herzlich zum ökumenischen Semesterabschlussgottesdienst begrüßen, den wir in diesem Semester online feiern. Schön, dass Sie diesen Gottesdienst mit uns begehen wollen. Er wird gestaltet von Mitgliedern der christlichen Studierendengruppen der Leipziger Hochschulen, von den beiden Pfarrern der ESG und KSG, Markus Franz und Martin Rosner, und dem Universitätsorganisten Daniel Beilschmidt. Mein Name ist Peter Zimmerling, ich bin Professor für praktische Theologie an der Theologischen Fakultät. Zum Ende des Semesters möchte ich in diesem Gottesdienst eine etwas andere Predigt halten, als Sie es wahrscheinlich gewöhnt sind. Es soll in meiner Liedpredigt um Dietrich Bonhoeffers Gedicht »Von guten Mächten wunderbar geborgen« gehen, dessen Strophen wir vor, während und nach der Predigt hören. Nun wünsche ich uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Lassen Sie uns miteinander Verse aus dem 91. Psalm beten. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt. Vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Haus nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam ins Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er einen Befehl und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in eine Stadt namens Nazareth, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten. Er soll Nazoräer heißen. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Kommilitoninnen und liebe Kommilitonen, liebe Gemeinde. Das Lied von guten Mächten, treu und still umgeben, hat Dietrich Bonhoeffer im Dezember 1944 an einem Ort des Grauens geschrieben, im Kellergefängnis der Gestapo, der geheimen Staatspolizei, in der damaligen Prinz-Albrecht-Straße, mitten im Berliner Regierungsviertel. Man kann diesen Ort heute besichtigen. Er heißt Topographie des Terrors. Dadurch, dass nur noch die Kellerräume erhalten geblieben sind, ist die Atmosphäre dieses Ortes besonders bedrückend. Bonhoeffer war hier zusammen mit anderen Nazi-Gegnern fürchterlichen Verhören ausgesetzt. Viele seiner Mitgefangenen wurden gefoltert. Während Berlin täglich bombardiert wurde, funktionierte das nationalsozialistische Terrorregime ohne Unterbrechung weiter. Bonhoeffer selbst musste in diesen Monaten in der Prinz-Albrecht-Straße täglich mit seiner Hinrichtung rechnen. Auf diesem Hintergrund gelesen, fängt das Gedicht erst richtig zu sprechen an. Das ist wohl auch der Grund, weshalb es Menschen in allen Weltgegenden bis heute das Herz berührt. Das Lied stellt Bonhoeffers geistliches Vermächtnis dar. Es steht im letzten Brief des Todgeweihten an seine Verlobte. Im Angesicht des Todes wird schonungslos deutlich, was die letzten Beweggründe eines Menschen sind. Und das gilt auch für Dietrich Bonhoeffer. Wir haben gerade gehört: Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Ja, aufgeschreckt, das ist unsere Seele oft und auch verzagt. Das sind angesichts der Corona-Pandemie die Ängste vor dem, was noch alles kommen mag. Werden geliebte Angehörige, die Großeltern, Tanten und Onkel bis zur Impfung vom Coronavirus verschont bleiben? Angesichts des Semesterendes kommen noch die Ängste vor den Prüfungen hinzu. Werde ich bestehen? Diese Ängste halten uns fest im Griff und drohen, uns die Luft zum Atmen zu nehmen. In dieser Situation wird uns zugesagt, von guten Mächten wunderbar geborgen. Gerade während des Semesters fühlen wir uns häufig überfordert, getrieben von vielen Ansprüchen, von uns selbst, aber auch von den anderen, von den Ansprüchen anderer an uns. Da wird der Glaube unter der Hand zu einem zusätzlichen Anspruch. Gott wird jemand, der uns einzwängt mit seinen Ansprüchen, mit seinen Geboten. Bonhoeffer entlarvt diese Vorstellung als ein großes Missverständnis. Gott hat uns geschaffen, damit wir das Heil empfangen. Darin liegt unsere Bestimmung, ja sogar unser Wesen, dass wir heil werden an Seele, Leib und Geist. Das ist Evangelium, das ist gute Botschaft. Wir dürfen die übertriebenen Ansprüche loslassen, die andere und wir selbst an uns stellen. Wir können heilsam bei uns einkehren. Wir hören jetzt die dritte Strophe. Nehmen wir
Ich bin als Gymnasiast zusammen mit 8 Mitschülern im Religionsunterricht Christ geworden. Kurz darauf lernte ich das Bonhoeffersche Gedicht kennen. Im Schülerbibelkreis sangen wir es mit Begeisterung. Bonhoeffer selbst war mir zu diesem Zeitpunkt noch ganz unbekannt. Ich weiß, dass mich die 3. Strophe besonders berührte und nachdenklich machte. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Damals versuchte ich, Problemen und Schwierigkeiten, so gut ich vermochte, aus dem Weg zu gehen. Meine Lebensmaxime war, wahrscheinlich wie die vieler anderer Schüler auch, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Aus Bonhoeffers Worten klang da eine andere Lebenseinstellung heraus, die mich verwirrte. Im Dezember 1944 musste er damit rechnen, das Nazi-Regime nicht zu überleben. Und gerade zu diesem Zeitpunkt schrieb er von guten Mächten still und treu umgeben. In den beiden zurückliegenden Gefängnisjahren hatte Bonhoeffer unter schweren inneren Kämpfen gelernt, auch darin Gottes Führung in seinem Leben zu sehen. Weil er wusste, oder zumindest glaubte, dass auch der bittere Kelch des Leids aus Gottes guter und geliebter Hand kam, konnte er ihn schließlich dankbar und ohne Zittern nehmen. Ich habe eine Reihe von Freunden, die diese Strophe nicht mitsingen. Sie können nicht glauben, dass Gott einem Menschen Leiden schickt. Der Apostel Paulus und viele Christen nach ihm waren anderer Meinung. Sie waren überzeugt, dass das Leiden sogar eine Auszeichnung Gottes darstellt. Es macht uns nämlich dem Leidenden Jesus Christus ähnlich. Ja, Leiden will uns ihm näher bringen. Auch Martin Luther war der Auffassung, dass Gott sich durch die Fenster des dunklen Glaubens sehen lässt. Er meinte, wenn es uns gut geht, wenn alles wie am Schnürchen läuft, kostet es nichts, an Gott zu glauben. Das, was wir im Glück als Glaube bezeichnen, das ist nicht mehr als ein frommes, auch wieder vergehendes Gefühl. Der Glaube beginnt erst in dem Moment interessant zu werden, wo wir in Nöte und Schwierigkeiten geraten. Dann zeigt sich nämlich, ob wir unser Leben Gott ganz anvertraut haben, ob wir ihn wirklich um seiner selbst willen lieben oder letztlich doch als Erfüllungsgehilfen unserer Wünsche. Hören wir die 4. und 5. Strophe. Bonhoeffer hat im Gefängnis immer wieder über seine Vergangenheit nachgedacht.
herausgenommen aus einem turbulenten und fordernden Leben, getrennt von seiner Familie, seiner Verlobten und seinen Freunden, trat sein vergangenes Leben vor sein inneres Auge, mit allem Schönen, aber auch mit dem Schweren und dem eigenen Versagen. Im Nachdenken darüber kam Bonhoeffer zur Überzeugung, dass wir uns mit unserer Vergangenheit allein durch Dank und durch Reue versöhnen können. Viele von uns haben sicher schon die Erfahrung gemacht, dass längst Vergangenes wie ein Alp auf ihrer Seele lastete und ihnen das Leben vergällte und das Glück und den Frieden zu rauben drohte. Sie stellten fest, dass es Dinge in ihrem Leben gab, für die sie nicht danken konnten. Tatsächlich ist für manche Taten und Unterlassungen Reue nötig, vielleicht sogar eine Beichte, um versöhnt und mit aufrechtem Gang weiterleben zu können. Bonhoeffer geht im Gedicht sogar noch einen Schritt weiter. Das Gedenken an die eigene Vergangenheit führt erst dann endgültig zum inneren Frieden, wenn wir bereit sind, unser Leben ganz in den Dienst Gottes zu stellen. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Zum Abschluss werden wir gleich die sechste Strophe und auch noch einmal den Refrain, die letzte Strophe, hören. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Die Wirklichkeit von Bonhoeffers Gefängnis sah ganz anders aus. Da wurde es auch nachts nicht still. Da knallten Türen. Da wurde die Stille immer wieder von Klopfzeichen durchbrochen und vom Schreien der Gefangenen. Merkwürdig, dass Bonhoeffer in Strophe 6 ein gänzlich anderes Bild zeichnet. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären? Bonhoeffer hat im Gefängnis ein mystisches Gespür für die unsichtbare Welt Gottes und des Himmels entwickelt. Die Grenzen zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt, zwischen Himmel und Erde, wurden für ihn ähnlich wie für den Propheten Jesaja durchlässig. Bonhoeffer kann die Welt hinter der Welt wahrnehmen. Er erkennt, dass unsere sichtbare Welt nicht alles ist. Sie ist vielmehr umgeben und durchdrungen von einer unsichtbaren Welt. Ja, mehr noch, unsere sichtbare Welt wird getragen von der Welt des Himmels. Es ist schon verwunderlich. Ausgerechnet im Gefängnis der Gestapo bekommt Bonhoeffer einen Vorgeschmack der himmlischen Welt und kann sogar den ewigen Lobgesang der Kinder Gottes hören. Am bekanntesten ist die letzte Strophe aus Bonhoeffers Lied geworden. In der Melodie von Siegfried Fietz wird sie als Refrain nach jeder Strophe wiederholt. Ich verbinde auch damit eine persönliche Erfahrung. Eine nahe Verwandte hat sich vor einigen Jahren mit Verdacht auf Krebs einer Untersuchung unterziehen müssen. Einige Tage später saß sie voller Unruhe im Wartezimmer des Arztes, um den Befund entgegenzunehmen. Dabei fiel ihr Blick auf einen Spruch an der Wand. Die Worte trösteten sie in den bangen Minuten des Wartens auf wunderbare Weise. Als sie mir später von dieser Erfahrung erzählte, fragte sie mich, ob ich ein Gedicht kennen würde, in dem von guten Mächten geborgen vorkäme und wer der Dichter dieses Liedes sei. Ich war froh, ihr weiterhelfen zu können. Die Erfahrung meiner Verwandten haben unzählige Menschen auf der ganzen Welt gemacht. Es gibt wohl kein geistliches Gedicht aus dem 20. Jahrhundert, das Christen und Nichtchristen unmittelbarer anspricht.
Dabei ist es vor allem die Aussage von den guten Mächten, die wunderbar trösten, die Menschen innerlich berührt. Bonhoeffer hat im Brief an seine Verlobte geschrieben, was er unter den guten Mächten verstand. Du, die Eltern, ihr alle, die Freunde und meine Studenten an der Front, sie alle sind für mich stets gegenwärtig. Deine Gebete, gute Gedanken, Worte aus der Bibel, längst vergangene Gespräche, Musikstücke und Bücher, das alles gewinnt Leben und Realität wie nie zuvor. Es ist eine große, unsichtbare Welt, in der man lebt. An ihrer Realität gibt es keinen Zweifel. Gottes Nähe zeigt sich für Bonhoeffer also nicht unmittelbar, sondern mittelbar. In geschaffenen Dingen, in nahen Menschen, in deren Gebeten, in guten Gedanken, Bibelworten, Gesprächen, Musikstücken und natürlich Büchern. Sie alle sind sichtbare Zeichen, die Gottes Güte für ihn anschaulich, ja greifbar machen. Aber genauso rechnet Bonhoeffer mit der unmittelbaren Hilfe Gottes, mit dem Geleit der Engel, wie die Fortsetzung des Briefes zeigt. Wenn es in dem alten Kirchenlied von den Engeln heißt, zwei, um mich zu decken, zwei, um mich zu wecken, so ist diese Bewahrung durch gute, unsichtbare Mächte am Morgen und in der Nacht etwas, das Erwachsene heute genauso brauchen wie die Kinder. Ich wünsche uns allen in den kommenden Wochen Bewahrung durch die Engel Gottes. Wir hören jetzt die sechste Strophe. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns für uns und für andere Menschen beten. Gott, himmlischer Vater, wir bitten dich für alle Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden der Universität, die die Einschränkungen stark belastet, für alle, die an Einsamkeit leiden, denen es schwerfällt, sich zu strukturieren. Sei du Nähe und Zuversicht, schenke Mut, Hoffnung und eine Perspektive, wie es weitergehen kann. Wir bitten, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Jesus Christus, unser Herr und Bruder, du hast den Tod überwunden. Wir bitten dich für alle Verstorbenen und für alle, die um Angehörige trauern. Wir bitten dich für uns als einzelne Menschen, auch als Gesellschaft. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, erbarme dich. Heiliger Geist, du Tröster und Ermahner,
stärke deine Kirche. Schenke du verwegenen Glaubensmut zu lebendiger Veränderung, Authentizität zum glaubwürdigen Zeugnis und Hingabe für die Geringsten und Schwächsten dieser Welt. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasst uns gemeinsam beten, wie Jesus Christus es seine Jüngerinnen und Jünger gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.